Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Grid Autosport bei den Tourenwagen. Und ja, erste Rennen haben wir sehr souverän und locker gewonnen. Beim zweiten Rennen wurden wir doch ganz schön oft abgeschossen, beziehungsweise ja, unfair als ja, Wand benutzt. Noch bin ich auf dem ersten Platz in der Fahrerwertung, sind allerdings nur 2 Punkte Vorsprung. Also das könnte noch eine haarige Angelegenheit werden. Ja, wird wirklich interessant. Also sind auch anscheinend noch mal 2 Spieler reingekommen, die ich nämlich dadurch noch nicht stumm schalten konnte. So, ja, jetzt warten wir, glaube ich, die ganze Zeit auf einen Spieler. So, nach Barcelona. Sehr schöne Strecke. Ja, geil, ich starte von ganz hinten. Feier, das kann ja was werden. Oha, oha, oha. Das ist echt nicht so gut, dass ich ganz hinten starte. Allerdings, wenn ich Glück habe, schießen die sich da vorne alle gegenseitig ab und kann dadurch vorbeigehen. Mal schauen. Ich glaube, manche davon haben einen ganz schön schlechten Ping, solange wie das gerade wieder gedauert hat. Ich muss sagen, diese Razor-Lackierung, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das für behinderte Leute, ganz ehrlich, können nur crashen, solche Spacken. Solche Typen sollte man direkt vom Spiel bannen, ey, das ist echt nicht normal. Du bist direkt in der ersten Kurve, deine Kurve ist so zerstört, dass alles gut ist, das ist einfach nur lächerlich. Das wird nicht mal echt schlecht in der Runde. Auch wenn, ja, wird man wahrscheinlich jetzt auch in meiner Stimmung merken. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Es ist denn so schwer, beziehungsweise so viel verlangt, dass man ordentlich fährt. Alter, und auch diese Italiener, die haben sie doch ehrlich nicht mehr alle. Es kann doch nicht wahr sein, dass die sich hier zusammenfallen. Der Wagen immer weiter nach vorne. Alter, meine Güte, was könnt ihr denn überhaupt? Meine Räder kommen von rechts schon ziemlich raus. Ich glaube, mein ärgster Verfolger, der ist der auf 7.
Obwohl dieser Captain Ice Booby ist, glaube ich, auch nicht so weit weg gewesen. Der zerlegt sein Auto irgendwie nur, der Typ. Also ich glaube, der kann überhaupt kein Auto fahren. Guckt euch doch mal die Karre an, das da nicht noch. Wie schafft man das denn auf einer geraden Strecke, ey? Der fliegt auf einer geraden Strecke ab. Das ist echt, ja. Sehr interessant, was der sich da zusammenfährt. Bin ich echt mal gespannt, auf welchem Platz ich gleich bin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hat 10.000 Schaden? Ja, ist klar, Junge. Das ist aber nur wegen den Spacken, die mich nicht meinten, die ganze Zeit abschießen zu müssen. Ich will doch einfach nur normal Rennen fahren. Just Marina Circuit. Das ist auch eine sehr schöne Strecke. Ich hoffe, die fangen da nicht auch schon wieder an, so rum zu crashen. Ja, jetzt habe ich natürlich meinen ersten Platz verloren an diesen Captain Ice Booby. Aber das ist halt wegen diesen scheiß Crashern. Ich hoffe, dass ich wenigstens den zweiten Platz dann halten kann. Obwohl es natürlich geil wäre, wenn ich den ersten auch noch kriegen würde. Aber bei so einer Crasher-Lobby, glaube ich, ist das kaum möglich. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, mit solchen Crashern zusammenzuspielen. Also, ja. Meine Pista ja jetzt, ich habe mich ja jetzt schon oft genug darüber aufgeregt. Und ja. Doch, geil. Captain Eisblume startet von 3. Und ich starte schon wieder nur im Mittelfeld, da wo es meistens eigentlich am engsten ist, beziehungsweise wo es dann die meisten Unfälle gibt, genau da muss ich natürlich starten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ja echt was werden. Ich finde es zwar schön mit so vielen Fahrzeugen auf der Strecke, aber wenn es wirklich nur Crasher sind, ist es scheiße. Alter, dieser Slow-Dings da. Alter, was sind das denn für bescheuerte Typen, ey, ganz ehrlich. Können die denn nicht normal in den Kurven fahren? Das ist manchmal echt zu viel verlangt. Meine Güte, könnt ihr noch was anderes als ein immer ins Heck reinzufahren hier bei 100 Spacken? Das ist heute, glaube ich, echt eine Flugfolge. Also, zumindest ist diese und die letzte Folge. Dafür habe ich, glaube ich, noch nie in dem Spiel geflucht. Okay, geflucht schon, aber jetzt nicht bei einer. Ja, klar, Junge. Jetzt der gilt, der tut da zweimal als Abkürzen zählen. Der will mich abdrängen, was ist das? Voll der Mist. Ja, jetzt ist er auf einmal ein Ghost, okay? Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich weiß auch gerade nicht, wieso der auf einmal nach links abgewogen ist. Jagd von denen.
interessant, dass der schon so nah dran ist. Also ich könnte eigentlich schwören, der Typ hat gerade abgekürzt. Eigentlich sollten dann die Fahrzeuge eingebremst werden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass nur ich dann immer eingebremst werde. Alter, fahren wir dann noch heftiger ins Heck mit dem Arsch. Klar, und jetzt habe ich auch noch eine Strafe, weil ich... Alter, was bist du denn für ein Mongo, ey? Doch noch zu gewinnen. Mal schauen, mal schauen. Dieser komische Ritze hinter mir, der geht mir tierisch auf den Sack, ey. Aber das ist wieder typisch, die Russen. Also wirklich, es soll jetzt kein Vorurteil sein oder dass ich, scheiße finde oder so, aber hier im Spiel ist es mir halt extremst aufgefallen, dass die Russen entweder wirklich verdammt schnell sind, das liegt aber wahrscheinlich daran, weil die dann den ganzen Tag nur am Zocken sind, oder das sind solche Affen, die die ganze Zeit einen meinen, hier wegkommen zu müssen, und das ist nicht lustig und macht auch keinen Spaß und ist eigentlich auch nicht der Sinn des Spiels, also ja. Ist wirklich nicht lustig, sondern ich gucke, habe ich sogar gerade eine Position gewonnen. Geil. Da ist einer nämlich so richtig rausgeflogen. Und der Typ, der eben auf der 1 war, ist nicht auf der 1 und nicht auf der 2 und nicht auf der 3 und nicht auf der 4. Wenn ich Glück habe, habe ich jetzt die nötigen Punkte Vorsprung und somit dann die Fahrerwertung gewonnen. Müsste ich eigentlich sogar. Leider kann man ja am Ende nicht sehen, auf welchem Platz man gelandet ist, aber es müsste eigentlich gereicht haben. Ja. Der ist, glaube ich, sogar, wenn ich das richtig sehe, ausgeschieden. Nee, ist auf dem 7. Platz und das sollte eigentlich reichen. Also müsste eigentlich mehr als 7 Punkte dann haben. Okay, nur noch 2 Fahrzeuge im Rennen, okay. Ja, das sollte eigentlich gereicht haben. 7. Ja, dann habe ich damit die Fahrerwertung definitiv gewonnen. Ich habe, glaube ich, mit einem Punkt Vorsprung habe ich die Fahrerwertung gewonnen. Das ist richtig, richtig fett. Damit habe ich die Fahrerwertung gewonnen. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, jetzt verabschiede ich mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!